Ja, hallo, liebe Plasticity-Freunde. Das letzte Mal haben wir unser Binocular so verlassen, dass wir alles erledigt haben, auch die Fillets, die wir hier gemacht haben, ist alles erledigt und wir sind bereit, um diesen Teil zu exportieren, damit man es weiterverarbeiten kann. Sprich Rendering, sprich Texturieren in andere Programmen wie Maya, 3ds Max oder Blender oder Cinema 4D, je nachdem. Ich benutze Blender. Und für das haben wir zwei Optionen. Entweder exportieren wir diesen Modell über die Exportfunktion von Plasticity in OBJ oder wir benutzen das Plasticity Add-on Plugin für Blender, wo man unser Resultat direkt hier im Blender importieren kann. Das Blender Bridge oder Plasticity Bridge Plugin kann frei downgeloadet werden und installiert, wie ein übriges Add-ons, also kein Problem. Und danach hat man hier diesen Plasticity N-Panel und da kann man den Import realisieren. Wir schauen zuerst die Exportfunktion von Plasticity. Und das ist einfach hier Export. Dann wählt man hier OBJ. Man vergibt irgendeinen Namen. Save. Und dann bekomme ich hier, muss ich da verschieben, ein Menü, wo ich wählen kann. Will ich in Tris exportieren, also alles sind Dreiecke, oder will ich in Quads? Er versucht möglichst alles in Quad, also vier Edges, oder in N-Gons. Da schert er sich kein Deut um Tris und Quads, sondern macht es so, wie wir das programmiert haben oder respektiv modelliert haben. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder Diskussion los bezüglich Quads und N-Gons und Tris und weiß ich was. Und meine persönliche Meinung ist, ich schere mich um ein Deut, ob das Modell dann schlussendlich in Tris, Quads oder N-Gons ist. Wichtig ist, dass er gut aussieht, dass das Shading nicht gestört ist. Und wenn das passieren sollte, kann man das auch im Blender oder wo auch immer beheben. Quads werden immer verteufelt in der Szene, aber kommt immer darauf an, wo das Modell eingesetzt wird. Wenn man Quads hat, kann man natürlich nicht in einer Animation diesen Tubus hier verformen oder irgendwelche andere Objekte, die N-Gons haben, weil sich dann das Shading ändert und das im Nachteil. Das heißt, es treten Artefakte auf und weiß ich was. Aber solange wir das nur als Produkt so haben, ohne Verformung, animieren kann man, aber nicht verformen, dann passiert das gar nicht und man wird das sehen nachher in Blender. Das Resultat ist sehr gut. So, wenn man hier etwas näher reingeht, dann sieht man, und das macht mich auch nicht besonders glücklich, aber
Ja, diese Edges hier, die sind nicht kontinuierlich. Das kreiert manchmal etwas Kopfzerbrechen, wenn man von der Quad-Topologie herkommt. Aber soll uns nicht kümmern. Wir können hier in diesem Export-Menü auch teils die Density, also die Auflösung, ändern, auch wie diese Teile zusammengesetzt werden. Es ist einfach ein Pröbeln und ein Versuchen, das Beste herauszuholen. Wie gesagt, ich bin nicht zufrieden, aber der Entwickler ist immer ständig dran, das zu verbessern. Also, mit der Density können wir die aufschrauben und man sieht, er wird immer runder, schöner. Man kann bis auf 1 aufgehen. Und wenn man nicht ein Fan von Minecraft-Grafik ist, dann kann man das raufschrauben. Und dann kann man auch hier mit Max und Min-Width kann ich sagen, wenn ich auf zum Beispiel 0,001 gehe, dann macht er mir etwas mehr Topologie, sieht es viel besser aus. Und das ist immer ein ständiges Versuchen, exportieren und anschauen, wie das aussieht. Das sind verschiedene Parameter, die man hier einstellen kann, und das geht nur unter Versuchen. Okay? Wenn wir zufrieden sind, wir können hier auch unsere Density etwas runternehmen. Wenn wir wollen, ich belasse das auf 1. Mein Rechner mag das schlucken, problemlos. Und dann drücke ich auf OK. Und voilà. Mein Objekt ist exportiert. Ich kann nun jetzt in Blender rübergehen und auch hier File, Import, Wavefront, OBJ. Ich muss das nur finden. Das ist das da. Kann ich das so wählen? Wichtig ist, dass ich hier bei Upper Axis Z einstelle, damit er nicht auf die andere Achse kommt. Das Plasticity erachtet, dass die Z-Achse anders ist. Ich könnte auch den Scale-Wert ändern. Ich lasse das. Und Import. Und schon habe ich hier mein Monokular. Ich gehe hier auf Solid. Ich habe hier den Matcap, diesen da gewählt. Das sollte bei Blender Standard dabei sein. Und wenn ich rumschaue, ich habe absolut keine Artefakte. Es ist nicht erkennbar, irgendwelche Artefakten. Absolut schön. Okay. Ich kann hier wechseln wieder. Und wäre bereit, um Material zu vergeben und zu texturieren. Es gibt noch die andere Möglichkeit, wie ich gesagt habe, über den Plugin Plasticity Add-on. Für das muss ich hier in Plasticity unter Einstellungen muss ich hier auf Server gehen, das Enable anklicken. Ich kann einen Namen vergeben und die Portnummer, die ist wichtig, die muss ich in Blender auch haben. Also 8980. Okay, dann gehen wir in
Blender rüber und da sehe ich mein Server localhost Doppelpunkt und die Portnummer 8980 und dann sage ich connect und wenn alles gegangen ist, heißt er connected to localhost so und so viel. Beide müssen offen sein natürlich und ich kann jetzt ein Refresh machen und voilà, er hat das direkt importiert ohne exportieren zuerst in OBJ-File. Ich könnte auf Live-Link einschalten, das mache ich nicht. Und das bedeutet, dass Live-Link, wenn ich hier etwas ändere, ändert er das in Plasticity und umgekehrt auch. Wenn ich aber ohne Live-Link arbeite, dann kann ich hier was ändern und dann gehe ich wieder rüber in Blender und muss einen Refresh machen. Okay. Auch hier habe ich die Möglichkeit, auf Advanced zu gehen, Ngon wählen und dann gewisse Parameter ändern, wie zum Beispiel hier 001. Das ist genau das gleiche wie im Exportfilter von Plasticity. Die Max-Width könnte ich auf 1 stellen und das Ganze kann ich, wenn ich mein Wireframe einschalte, sieht dann so aus. So kann ich das beobachten, wie sich die Änderungen es könnte sein, dass man ein Refresh machen muss. Normalerweise ist das das Refacet. Wieso, dass er jetzt das nicht zur Verfügung stellt? Ich weiß wieso. Ich glaube, man muss denn. Ich war im Objektmodus, ich war im Edit-Modus, wieso auch immer. Und dann kann man hier das wählen und dann Reface drücken und dann ändert sich. Ich könnte hier wieder 0 sagen und dann Reface it. Jetzt hier ist das nicht besonders von Tragweite. Ein Refacing, respektiv, doch, er hat es gemacht. Jetzt ist es recht hochauflösend. Man sieht es hier. Also 0,01. 001 und dann Reface, dann rechnet er was. Weiß nicht wieso. Ich mache wieder einen Refresh und dann Reface. Und so kann man direkt das Importieren. Ich schalte neues Plugin und dann funktioniert nicht mehr. Okay, jetzt habe ich es wieder. Ich schalte mein Wireframe aus. Und jetzt könnte ich, wie gesagt, beginnen mit dem Texturieren. Texturieren, ich habe verschiedene Add-ons oder ich übernehme das in Substance Painter und mache das dort.
Wir machen das recht einfach heute. Ihr könnt benutzen, was ihr wollt. Wir gehen klassisch. Wir gehen hier auf Material, neu. Vergeben einen Namen. Grund. Farbe grün. Und dann können wir da unten weiß nicht, wieso das er zickt heute. Aber wahrscheinlich sollte ich also machen wir das nochmals. Wir starten nochmal Plasticity und auch Blender. So. Wir verbinden wieder. Refresh. Und dann machen wir hier ein Disconnect. Wir wählen unser Tubus, Material, New. Das Mal sag ich Base Grün und wähle meine Farbe. Irgend sowas. Ich wechsle hier auf diesen Icon. Da sieht man das Material, aber das dauert ein bisschen. Vier, zwei, zwei ist eine Krücke geworden. Da hier könnte ich das etwas ändern. Ja, in etwa so. Perfekt. Und dann überlege ich mir, was alles muss aus dieser Farbe sein. Ich denke, das da. Das da, das da, also alles mit Shift. Das da, den Ring brauche ich. Den oberen Deckel und diesen Ring. Die Schiene. Und am Schluss wähle ich das bereits texturierte und kann hier sagen, Copy Material to Selected und dann bekommen alle diese die Farbe des Materials. Den haben wir vergessen. Also machen wir das auch noch. Voilà. Und vielleicht auch noch diese da. Die können auch die gleiche Farbe haben. Also. Voilà. Perfekt. Diesen da möchten wir ein neues Material vergeben. Sagen Black. Und zoomen etwas rein. Dann machen wir fast schwarz. Wir sagen hier Metallic ja. Die Roughness nehmen wir etwas nach unten, dass es mehr spiegelt, so 0,3 in etwa. Sieht gut aus. Und dann kann ich in Edit-Modus gehen,
wenn das geht, und dann diese Fläche, man sieht das vielleicht nicht so gut bei euch jetzt, diese alle wählen. Diese wählen. Ja. Dann kann ich mit Ctrl plus. Nein, das geht hier nicht, weil die Geometrie etwas konfus ist. Wenn das passiert übrigens, dass man nicht mehr sieht, dann geht man hier auf View und stellt den Clip Start auf 0,001 und das Ende auf 100.000 und dann kann ich näher hineinzoomen. Voilà. Dann machen wir hier mit dem Markierten machen wir hier ein Plus, New benennen wir als Chrome zum Beispiel. Und wichtig ist, dass jetzt man Assign klickt, damit diese Fläche an diesem Material gebunden ist und nicht an diesem da. Dann gehen wir im Objektmodus und da gehen wir auch auf Metallic, Roughness etwas nach unten und hier können wir das etwas dunkel machen und das machen wir für alle drei. Ich mache das jetzt nicht, das überlasse ich euch. Und das können wir auch kopieren. Nun muss ich diesen auch editieren und Texturieren, also wählen und texturieren. Außer ich mache zuerst die andere Seite und dann spiegle ich den ganzen Objekt. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, Chrome wählen, assignen und raus. Perfekt. Und jetzt noch meine Rändelmutter, da mache ich auch ein neues Material. Rändelschraube. Und dann wähle ich mir hier etwas eine dunklere Farbe. Metallic auf komplett. Die Roughness ziehen wir ziemlich zurück. Es könnte etwas heller sein. So. Spiegelt jetzt natürlich eine grüne Farbe da. Aber das macht nichts. Das muss so sein. Und jetzt wähle ich meine andere drei Schrauben und am Schluss die texturierte und wieder Copy Material to Selected. Wenn ich jetzt im Render-Modus gehe, ich habe ein HDRI im Hintergrund, dann sieht das so aus. Das Black könnte etwas heller sein. Das ist das da. Okay.
könnte das etwas auffallen. Sieht schon besser aus. Und dann habe ich noch hier meine Linsen. Da mache ich ein neues Material. Linse. Und da wähle ich ein leicht blaues. Roughness ziemlich weit unten. Ich könnte sie durchsichtig machen mit dem Alpha-Kanal. Sie könnte etwas dunkler sein. So in etwa. Dieser da auch. Nein, da haben wir gar keine. Die könnte ich nachträglich noch machen. Ich belasse das jetzt so. Kann auch hier gehen, diese markieren. Ja, in etwa so. Ein Material hinzufügen. New. Und dann Linse blau. Als sein, dann gehen wir raus, holen da, wenn wir auf X gehen, können wir da zeigen und dann Ctrl-C drücken, um diesen zu kopieren. Gehen wir hier hin, wählen das Material, Hex, Ctrl-V, dann habe ich auch die gleiche Farbe. Okay, hier habe ich natürlich noch Rostbildung und so, aber wie gesagt, das habe ich mit einem Add-on gemacht, das würde zu weit führen in Vanilla Blender ohne Add-on. Und auch hier diese Schrauben, die habe ich mit einem Decal-Programm da macht auf Blender auf diese Ansicht etwas komische Sachen, aber das ist nun mal so. Manchmal Entschuldigung, das Viewport spinnt und ich bin in der 422-Version, die ist auch nicht über alle Zweifel erhaben. Aber unser Monokular sieht das nicht schlecht aus. Wie gesagt, man kann noch mit Decals arbeiten. Das ist mein Decal-Maschine, die ich installiert habe. Da kann ich sowas wählen, runterskalieren und dann kann ich das hier platzieren. Deproject und dann ist meine Schraube bin fast zu weit weg. So. Voilà, ist meine Schraube platziert und hier könnte ich sie dann spiegeln. Die falsche Achse. Die hat er darüber gespiegelt, wie auch immer.
Aber zu meiner Idee zu geben, man kann auch die Schrauben reinprogrammieren. Aber mit dem Decal brauche ich nur 2 Pixel, sonst nicht, oder 4 Pixel, sonst nichts. Das ist eine Plane, die wird projiziert, aber die gibt den Effekt, als wäre sie modelliert. Und so kann ich das einfacher gestalten. Auch mit Schriften, das ist genau das Gleiche. Mal schauen, ob ich eine gescheite Schrift finde. Ja. Skalieren wir die. Platziere ich da und projiziere sie, und schon habe ich meine Schrift drauf. Also Dickelmaschine ist da sehr stark. Es gibt auch andere günstigere Add-on, die man kaufen kann, um das zu vereinfachen. Okay. Ich glaube, wir schließen diese Serie von Monocular. Ich hoffe, ihr könnt alles nachvollziehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bitte Kommentare in die Kommentarspalte, subscriben und liken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.